Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu RoboPlant. Da sind wir wieder. Neue Aufnahmerunde. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich durch das Schneiden der Videos auch noch ein bisschen mehr Gedanken zu den ganzen einzelnen Einheiten hier machen können. Ja, und die wollen wir doch jetzt umsetzen. Wir hatten letztes Mal hier da drüben was angefügt und hier. Hier geht es jetzt gerade los mit dem Setzen. Ich habe gerade noch Autokauf-Dinge eingestellt, denn das... Da haben wir jetzt bereits die besseren Dinge genommen, die ein bisschen effizienter sind. Und die müssen zuerst noch gekauft werden. Und später möchten wir natürlich bei den anderen ebenfalls umsteigen. Dann habe ich gesehen, hier unten, der hat bereits die Forschung beendet. Wir haben hier die Nylix, oder wie das heißen soll, die Früchte, freigeschaltet. Die sind da. Und wir können da was anderes anfangen. Die Frage ist halt... Ja, das wäre noch was Kurzes. Komm. Starten wir das. Dann geht das los. Außerdem hier drüben sind wir bald fertig mit dem Ladebett, was verbessert ist zum Laden. Und hier für die Solarzellen fehlt jetzt auch nicht mehr so viel, muss man sagen. Sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben einen Vertrag offen für Salat. Das heißt, wir könnten hier bestimmt sowas noch annehmen. Da. So viel haben wir gar nicht mal, muss man so sagen. Ah, da warte ich ein bisschen ab, bis sich da das Lager füllt. Würde ich auch sagen, mache ich mal und dann schauen wir weiter. Ja, jetzt ist hier was defekt gegangen und die haben es nicht genug schnell repariert. Jetzt hat es hier beim ganzen Raum alles kaputt gemacht. Ich glaube, der ist auch defekt. Ja, da wäre es vielleicht Zeit, hier noch jemanden einzustellen. Nämlich einen... Ja, jetzt immer wenn ich dann was, jemand einstellen will, der für den Bau ist, dann hat es keinen. Kann eh kein gerade, wir haben kein Geld. Wir müssen vielleicht hier schauen. Da wurde noch nichts weiter produziert. Ja, wir sind ein bisschen stuck gerade. Dafür ist hier das Material angekommen. Der ist am Produzieren. Und sobald der da hat, geht es hier rüber. Und da geht es dann auch in die Verpackung. Dann läuft das hier schon mal. Und ja, wir müssen wirklich abwarten, damit wir da wieder was einnehmen können. Um dann auch da uns zu steigern. Dafür geht es hier unten gut voran. Und ich freue mich da schon auf die nächste Forschung. Ja, da ist der Salat verpackt. Einmal ausliefern, das wäre schön. Und dann schauen wir, ja, wie es halt so ist. Ich würde dann doch mal den annehmen. Da geht es ja nicht mehr so lange. Und wir haben noch 3 Tage Zeit. In 2 Stunden gibt es aber dann sowieso neue Verträge. Das passt ja. Und ja, wir werden bald sehen, ob da die ersten Präsi-Früchte auch gemacht sind. Das wird dann spannend. Die neuen Verträge sind da. Ist das das Nylse, was wir freigeschaltet haben? Nylix? Ja, ich glaube, das ist das. Jetzt sind die Verträge voll mit dem. Das glaubst du nicht. Da müssen wir bald Glück haben, ob wir das noch brauchen können. Es ist schon ein bisschen so. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass das eine weitere Entwicklung ist. Und jetzt quasi hier Spinat nicht mehr gebraucht wird, sondern das ist einfach eine Sorte, die da abweicht. Ich lese mich mal ein, in welchem Raum wir das schon produzieren könnten. Ich nehme an, das ist im Spinatraum, weil sonst würde es hier keinen Sinn machen, wenn das hier so aufgeteilt ist. Und da haben wir eben eine Forschung beendet, nämlich die hier. Oder Ladebett, ich glaube, hieß es. Ja, Ladebett. Da machen wir doch die Reparaturstation als nächstes. Ja, es ist tatsächlich so, das könnten wir im selben Raum machen, wenn wir hier drauf schauen. Ne, das ist die falsche Pflanze. Hier, die brauchen kalt, trocken und sauerstoffreich. Und bei Spinat ist es ebenfalls dasselbe. Das könnten wir eigentlich mal austesten, dass wir jetzt da nicht noch was Neues absichtlich brauchen, sondern einmal den. So spart man sich ja auch immer was. Und dann 3 von denen. Da ist jetzt die Frage, wohin? Soll ich es hier so in der Reihe machen? Dann hat gegenüber genau auch nochmals das Platz. Und da brauchen wir halt auch ebenfalls nochmals einen Verpacker. Denn der kann ja nicht mehrere Dinge auf einmal machen. Ja, da wird es schon enger. Könnte ich die da noch bewegen? Da habe ich die einmal im Raum bewegt, kann jetzt hier den Verpacker hinstellen. Und dann haben wir da eigentlich schon alles. Von Grund auf neu. Dann nehmen wir hier die. Jetzt ist die Frage, jetzt sind wir auf einer neuen Stufe. Jetzt könnten wir auch ein bisschen mehr investieren, sage ich mal. Und da auch mal ein bisschen das teurere Zeugs nehmen. Nämlich das da. Hat eine bessere Effizienz. Dann von dem, das ist auch das bessere. Das kann man nämlich 4-mal verwenden. Haben wir ebenfalls jetzt schon an Lager. Das passt. Und hier den besseren Dünger zu verwenden, wäre auch sinnvoll.
und kostet jetzt auch nicht allzu viel mehr, sage ich mal. So, bestätigen wir das mal. Ja, ich glaube, es steht gerade alles still, weil da der da noch aufgebaut werden muss. Da fehlt die Zeit wieder mal. Und hier drüben nehmen wir auch die Nylix. Dann nehmen wir die Setzlinge, die selbstproduzierten. Hier ist die Frage. Da werde ich weiterhin mal bei dem bleiben, weil einfach der da einiges teurer ist. Und wir müssen immer noch aufs Geld schauen. So ist es ja nicht. Dafür hier... Ja, ist halt schon auch teurer. Uns macht nicht so viel aus. Das ist halt die Sache. Aber komm, da gehen wir auf den besseren. So machen wir das. Gut. Ja, jetzt warte ich ab. Vielleicht kommt er jetzt gerade. Ja, genau. Dann kann das eigentlich gleich losgehen. Also besser gesagt, muss ich es mal bestellen. Und dann haben wir es dann verfügbar. Eingestellt ist alles. Jetzt nur noch warten, bis die Produkte kommen. Hier können wir schon mal diesen Vertrag wieder ausliefern. Das gibt uns wieder ein bisschen Flüssiges, was das Cash angeht. Und dann weiß ich nicht, schaffen wir 193? Ja, den können wir annehmen. Wir haben 5 Tage Zeit. Das werde ich schon hinbekommen. Was ich sehe, hier drüben mit dem schlechten Dünger bekommen wir nicht genügend raus. Das ist ja klar. Den brauchen wir nur auf. Und wir können jetzt dann auch hingehen und nach da die Rezepte verbessern und upgraden, dass sie eher auf dem Stamm von dem sind. Wir die teuren Produkte nehmen, aber dafür auch mehr Effizienz erhalten hier. Und das Ganze, ja, ihr seht, hier sind die... Also, es ist auch noch mitarbeiterabhängig, das muss man auch noch sagen. Aber macht natürlich auch einen großen Teil die Materialauswahl aus. So, und jetzt hat es bestimmt hier den Ingenieur, den stelle ich ein. Ja, wir brauchen 2, 3 mehr auf jeden Fall. Den stelle ich ein. Noch ein Ungelernter, das ist auch gut. Ja, dann bleiben wir mal bei dem. Da kommt auch schon der nächste Anruf der Erde. Gehe ich mal von aus. Wieder mal schreckliche Schäden oder was? Okay, jetzt möchten sie, dass wir da was liefern. Ja, wenn jetzt die... Wenn die Produktion startet, können wir das theoretisch liefern. Eigentlich schon. Komm, wir riskieren das mal. Das sollte auch eigentlich aufgehen. Gut, wie lange haben wir Zeit? 6 Tage? Ja, das ist ja easy. Das haben wir. Sobald hier... Ihr seht, das ist schon losgegangen. Hat schon gestartet. Und ja, das kriegen wir hin. Bin ich überzeugt. Ja, da gedeihen sie ganz schön. Wir sind wieder ganz tief, was das Geld angeht. Aber ich muss der Energie bestellen. Deshalb. Aber die sind da wachsen. Ich weiß gar nicht, hier steht 28 Stunden. Gehe ich mal von aus. Wachsen die. Also sie haben ein bisschen länger. Und ich bin mal rangegangen. Ich habe zum Beispiel mal hier beim Salat... Habe ich da was ausgetauscht. Die besseren Samen. Auch der bessere Dünger. Habe jetzt alle übrigen... rausgelöscht aus dem Autokauf. Man kann aber das im schlimmsten Fall auch wieder verkaufen. Ich würde jetzt sagen, wir ersetzen hier noch diese Saatmaschine, weil die ist ja in der schlechteren Qualität, als wir das sonst haben. Ah, ich habe das Geld nicht, ich Depp. Ja, war ja wieder klar. Wie viel? Das sind nicht viele Erdbeeren hier, glaube ich. Die kriegen wir schon wieder zusammen in den Tagen. Stellen wir den da auf, dann breche ich den ab, baue das Rezept dann gleich um auf besser. Dann müssen wir nur noch Spinat und hier hinten den umbauen. Und dann sind alle, also ja, die Produktion selbst, also das Wachstum hier dann auch. Aber das ist dann noch ein bisschen teurer. Das werden wir sehen. Wie sieht es bei der Forschung aus? Der ist fast fertig. Der ebenfalls. Der hat schon noch ein bisschen Stück vor sich. Jetzt haben wir doch noch das Ladegerät freigeschaltet, das bessere. Wir sehen hier, das hat eine Auffüllrate von 30 in der Stunde. Und durch den Raumkomfort geht es auf 39. Wir haben da aber jetzt ja was Besseres. Wo ist es denn? Hier. Das Ladebett. Das kostet auch ein bisschen was. Aber das hat 72 in der Stunde. Braucht aber auch Platz. Aber wirklich viel Platz. Ich krieg's gar nicht rein da. Ich glaube, wir müssen da zuerst einen abbrechen. So. Dass das da wieder weggeht. Oh, der Forschung ist abgeschlossen. Die da nämlich. Dann gehen wir da auf die nächste Pflanze, die nicht so lange dauert. Einmal da. Let's go. Starten. Da bin ich gespannt. Da können wir nämlich die Solarzelle bauen und haben dann unsere eigene Energie. Müssen nicht mehr so viel zukaufen. Das wäre wirklich wichtig. Also es gäbe noch so viel, was man da freischalten könnte. Und sobald wir jetzt da mal generelle Produktion haben, müssen wir schauen, dass wir da... So, ich möchte die Erdbeeren kopieren, aber jetzt noch verändern. Nämlich hier auf Stoppen. So, wir nehmen da einmal die besseren Samen, der bessere Boden und der bessere Dünger. Da hat sich einer dem angenommen
Und jetzt können wir hoffentlich da eine Einheit des Neuen reinsetzen. Und dann schauen wir gleich mal die Stats an. Aber jetzt auch schon aufgebaut. Was übrigens auch, was ich nicht so hervorgehoben habe, aber jeder hat ein bisschen anderes Aussehen. Kommt drauf an, was er von Beruf ist. Ihr seht, die Ungelernten haben keinen Hut. Dann haben wir hier, das ist ein Bauherr oder ein Ingenieur, der hat so einen Helm. Und die Farmer haben so ein, ja, so eine Farmerkappe halt. So, der kostet, ich habe geschaut, doppelt so viel in der Wartung pro Tag. Er braucht auch ein bisschen mehr Strom, ist aber doppelt so schnell. Und durch den Raumkomfortbonus gibt ihm das einen unglaublichen Boost. Da kann er fast eins in einer Stunde erfüllen. Ich nehme an, einer hat da, ja, der hat ja 100 Energie, so gesehen. Und da kann er einen füllen. Ist natürlich viel effizienter als die anderen da. Und wir haben gerade die Solarzellen freigeschaltet. Das ist doch schön. Und jetzt müssen wir schauen. Also, die besseren Pflanzen und so wären halt auch mal bessere Verpacker. Wäre halt auch mal schön, wenn ich da ehrlich bin. Oder wir machen zuerst hier die Batterien. Die sollten ja nicht ganz so lange gehen. Und da können wir selbst Batterien platzieren. So, der ist in der Hälfte. Der ist auch schon wieder gut dabei. Jetzt müssen wir aber auf den Vertrag warten, bis wir da wieder weiterkommen. Ich habe überall in den Produktionen hier auf den neuen Dünger gewechselt, weil der alte ging aus. Und jetzt muss ich nur noch weiterhin hier dann auch noch die besseren Samen und so eingeben. Ja, da habe ich einen neuen Vertrag gefunden, der für uns passen würde. Und der wird uns satt Cash geben. Ich kann ihn aber leider nicht annehmen, da unser Ruf nicht ausreicht. Wir haben einen zu wenig. Das ist wirklich schade. Aber jetzt hat er den immerhin geschafft. Sehr gut. Wieder Planet Erde. Das gibt uns ja nur hier einen Erfolgsstatus. Wahrscheinlich 1%, gehe ich mal von aus, wenn es geliefert ist. Also 1% mehr. Und jetzt können wir wieder was annehmen, was wir gleich rausgeben können. Die Frage ist einfach, was? Denn die Auswahl ist jetzt nicht so riesig, wenn ich da ehrlich bin. So, die Erde ist verbessert. Jawohl, 2%. Das heißt, wir müssen 100 solche Aufträge erfüllen, dass wir das hinbekommen. Ja, schau weiter, denn die Energie wird langsam knapp. Ansonsten kommt hier alles zum Erliegen dann. Ja, wir haben auch sehr viel Salat, aber leider nicht ganz so viel. Kann man hier schauen, da fehlt halt schon noch ein Stück Rennen. Und wie viel Zeit hätten wir? 6 Tage. Okay, den nehme ich mal an. Den kriegen wir hin und danach sind wir wieder flüssig, was das angeht. Energie sehr niedrig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier genügend haben. Ah, da fehlt genau eines. Nehme ich aber trotzdem mal an. Da sind wir ja nahe dran. Und jetzt gab es wieder neue Verträge. Immerhin, aber ja, wir müssen schauen. Da kommt schon die nächste neue Frucht. Man wird hier ständig gefordert. Ist schon so. Und was ich zum Beispiel gesehen habe, wir haben 600 Salat, der abgepackt werden kann. Also wir haben massiv überproduziert. Wir haben auch 600 Erdbeeren und 400 von dem. Also unsere Abpackerei kommt überhaupt nicht hinterher. Also wir brauchen da dringend mehr Leute auf jeden Fall. Und vielleicht auch eine generelle Halle, wo wir alles abpacken, die hier in der Nähe ist. Das wäre vielleicht auch da eine geschickte Idee, was das angeht. So, ich kaufe mir mal, ja, so viel wie geht Energie. Das kann ich ja zum Glück ins Minus, denn die brauche ich. Und dann warten wir mal ab, bis der produziert hat. Da ist es schon geschehen. Sehr gut. Und jetzt sollten wir da immerhin, wie viel bekommen wir? 13.000. Heißt, es bleiben 5.000 übrig. Wo haben wir denn hier, wo ist denn das? Hier haben wir die Solarzelle. Genau, kostet 95 pro Tag. Und die kostet 4.000 und produziert 12 in der Stunde. Ja, ich würde einfach mal eine platzieren. Das ist schon gut so. Oder soll ich jetzt, ich glaube, ich muss zuerst hier Energie kaufen. Für 4.000. Ah, kommt 2000. So, und theoretisch, keine Ahnung, wie das geht, aber da ist schon wieder ein Teil weg. Wir brauchen, oh, wir haben hier eine Statistik. 58 in der Stunde, kann das sein? Okay, und wie viel können wir produzieren, habe ich gesagt? 12 in der Stunde. Das heißt, wir bräuchten etwa 4 Stück. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, was das angeht. Das geht eigentlich noch. Kriegen wir bestimmt hin. Und ich suche mal noch einen neuen Auftrag. Vielleicht den da. Ja, nehmen wir gleich an und lossenden. Ah, wir halt jetzt durch die Umstellung kosten die Rohstoffe mehr. Und da müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass wir da ein bisschen knapp bei Kasse sind. Ja, jetzt nutze ich meine Chance. Wir haben 11.000. Und somit platzieren wir hier doch mal irgendwo dahinter
eine erste Solarzelle. Sehr gut. Sollen sie die aufbauen? Und da bin ich mal gespannt, was das für einen Effekt hat. Aber wenn das 12 in der Stunde bringt und wir da teilweise sehen, dass wir so 30 bis 50 verbrauchen, dann sollte das doch ein ganz guter Effekt geben hier. Ah ja, da ist sie auch eingestellt. Klar, wir bezahlen sie auch wieder pro Stunde, das ist auch klar, aber das passt schon. Oh, und Salat kommt irgendwie nicht zusammen. Keine Ahnung, was da wieder so schief hängt. Da haben wir tatsächlich eine neue Forschung abgeschlossen. Das war hier. Da haben wir jetzt auch die Reparaturstation freigeschaltet. Und da würde ich sagen, wir gehen doch da hier mit dem Beb-Bob-Tisch weiter. Lass uns die weiterführen. Genau. Ich habe auch gerade ein Problem entdeckt oder ein zweites noch. Und zwar, einerseits, wir haben jetzt die Produktion durch die besseren Materialien enorm gestärkt. Also da kommt mehr bei rum. Das heißt natürlich, es muss auch mehr eingepackt werden. Und das andere, hier muss ja gereinigt werden. Und das ist mir gar nicht so eingefallen. Aber das hatten wir hier relativ schlecht zugewiesen, was die Reinigung angeht. Und deshalb hat das wahrscheinlich da auch zu Staus geführt. Sollte jetzt besser sein und ist dann für die Zukunft auch optimierter. Was ich natürlich an der Stelle auch mal zeigen kann, man kann es auch einfach auf dem Markt verkaufen. Das ist das andere. Ihr seht hier den Marktwert. Und ich kann auch da einfach mal angehen. Ich möchte 400 Stück verkaufen. Dann bekomme ich auch 12.000. Und dann wird er mir die... Ja, das Schiff ist gerade unterwegs. Wird er mir die jetzt auch verkaufen. Und so kommen wir dann auch wieder zu Geld. Das ist das andere. So, ist die aufgebaut? Jawohl, aufgebaut ist sie. 12 Kilowatt in der Stunde. Heißt aber, wir müssen da trotzdem noch Energie kaufen für uns. Auch wenn die gleich wieder runtergeht, aber das ist schon gut. Müsste jetzt aber deutlich besser sein da. Und da kommt schon der nächste Anruf. Ja, komm, wir teilen wieder mal unsere Forschungsergebnisse und haben wieder ein bisschen Ruf gewonnen. Das ist doch schön. Ja, wir müssen jetzt halt schauen. Das ist schon ein teures Investment, die Solarzelle. Aber bringt uns natürlich enorm viel. Vor allem, weil man unabhängiger ist durch die. Das ist schon schön. Ja, wir haben da natürlich auch ein Beispiel. Zum Beispiel hier die Pressivfrucht ist gar nicht groß nachgefragt. Und da könnten wir ja auch mal rund 200 Stück verkaufen. Würde das auch wieder 10.000 einbringen. Ihr seht, wir sind mal im Plus bei Minus. Aber eins nach dem anderen. Und wenn wir jetzt das nächste Mal im Plus sind, dann werde ich schauen, dass wir 2, 3 neue Leute einstellen. Damit es dann generell auch wieder schneller geht. Jetzt sind wir es nämlich. So. Also Ungelernte nehmen wir. Wir nehmen auch den Ausgebildeten, den da... Es ist ein kleiner Bug in diesem Fenster. Dass wenn man hier scrollt, dass er das nicht annimmt. Und dann nehmen wir doch noch... Ja, den da dazu. So. Stell die wieder ein, sobald die da sind. Und dann sollte jetzt schon deutlich mehr laufen. Da haben sie es auch endlich hingekriegt, die 2% hier noch zu schaffen. Das bringt uns einen satten Gewinn hier. So, abschließen. Sehr gut, dann können sie da ausliefern. Da unten warten wir weiter. Aber jetzt können wir doch noch zum Ende der Folge. Übrigens, hier ist auch schon wieder die Forschung fertig. Das heißt, wir nehmen jetzt mal, was länger dauert. Kinano sollen sie doch da mal machen. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, hier alles einzupflegen. Liegt aber hauptsächlich eigentlich am Geld, muss man auch sagen. Ich würde jetzt versuchen, als nächstes einen Raum zu bauen, wo wir alle Verpackungen reinmachen. Weil sie nehmen ja sowieso, habe ich so das Gefühl, alles schon hier vorne hin, was fertig ist. Und dann können wir da zum Beispiel einen Raum aufbauen, wo wir alle Verpackungen reinmachen. Da ist das Klima auch egal. Und dann werden die da umgesetzt. Das hätte ich so als Idee gehabt. Also, hier ein langer Korridor. Danach eine mit Abzweigung auf die Seite. Und dann ein Raum. Ah, der darf schon ein bisschen größer sein eigentlich. Also wäre gut, wenn er... Nein, nehmen wir den. Weil dann hat er da drüben ebenfalls einen Ausgang. Wenn ich da nämlich die Rampe hinsetze. So. Und dann mache ich mich dann ran, sobald das gebaut ist, die Verpacker da reinzustellen. Ja, da ist der Raum fertig. Ich würde die Dinge gleich neu platzieren. Klar, hätten wir da jetzt einen besseren Verpacker, wäre das natürlich auch noch eine Option. Der hätte nämlich 2 Arbeitsbereiche. Ah ja, und er ist ein bisschen effizienter, was das angeht. Ja, wir sind halt hier noch am Forschen und so. Es wird noch ein Momentchen dauern, glaube ich. Und ja, wir haben gestern einen guten Tag gehabt, was das angeht. Ich konnte noch einen Vertrag erfolgreich beenden. Dann machen wir doch das so. Gut, jetzt stellen wir hier 2 rein.
Auf der Gegenseite ebenfalls zwei. So teuer sind die ja gar nicht. Aber ihr seht, so groß ist jetzt der Raum auch nicht. Stellen wir da noch einen hin. Und hier habe ich 6 Stück. Und dann schaue ich mal, ob das aufgeht. Ja, da stört uns natürlich wieder die Erde neben dem Bau. Oh, sie denken über Gewerkschaften nach, die Arbeiter. Ja, wir müssen mal das Fabrikgelände noch ein bisschen upgraden, glaube ich. Wir sollen Gehaltszulage von 6200. Ich kann es mir zum Glück leisten, aber das ist wieder ganz teuer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, das wurde wieder sehr teuer. Aber ich glaube, für das restliche Geld stellen wir nochmals ein Solarpanel auf. Hier hinten. Denn, ja, jedes Panel, das da läuft, gibt uns danach Geld zurück, so gesehen, wenn wir die Energie nämlich nicht kaufen müssen. Das ist das Schöne. So, hier kommt Spaniard. Dann ist der auch fertig. Dann haben wir hier die. Der ist ebenfalls fertig. Dann kommt da das. Und dann haben wir sogar noch einen übrig, der aktuell nichts machen müssen, denn wir haben erst 5. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge ergänzen wir das natürlich mit einer neuen Fruchtsorte. So, wie müssen wir mal schauen, dass da die Arbeiter zufrieden sind. Hier ist auch minus 95, was da die Beliebtheit oder die Schönheit der Fabrik angeht. Das ist natürlich nichts. Jetzt haben wir da mal ein Zentrum geschaffen und ich hoffe, das geht auf. Dass die da jetzt effizienter einpacken können. Ihr seht, transportieren sind sehr viele Aufgaben offen. Der Rest ist eigentlich okay. Und das heißt, wir bräuchten mehr Ungelernte, die uns da helfen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Was nehmen wir als Bild? Komm, die Fabrik hier oben, die ist so gefüllt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!